Hey ho und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Yoshi's Woolly World. Tja, in der letzten Folge haben wir uns ja dem Castle in der zweiten Welt gestellt und auch, ich will mal sagen, erfolgreich absolviert. So, jetzt kommen wir mal nach 2.5, dem Spitzensport. Und ich bin gespannt, was mich erwartet. Zumal, nachdem ich jetzt so, Gott, gefühlte 5 Jahre kein Yoshi mehr gespielt habe. Ich habe auch die Steuerung umgestellt, weil ich dachte, die erinnert mich mehr an das Original. Also das war hier schon das ganze Let's Play über. Es gibt kein Original, das ist ein komplett eigenständiges Spiel. Ob ich das jemals noch raffen werde, ich bezweifle es ganz stark. Oh, guck mal da, was gefunden. Pumps. Oh, sowas springt. Okay. Das kriegen wir. Wobei, ich glaube, die gehen gar nicht weg. Kann das sein? Naja, egal. So. Haben wir uns hier nochmal eben ein paar Wollknäuel raus. So, das sollten, glaube ich, jetzt alle gewesen sein. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist denn hier auf einmal? Oh Gott. Geht's noch? Mann, immer vorsichtig hier mit den jungen Yoshis, ey. Da hätte ich reingekonnt. Geht das? Nein. Ups, na. Oh, es geht tatsächlich. Yeah. Ja, leicht daneben. Ja. Dezent daneben. Sag mal. Geht doch. Danke. Nein. Nach oben nomsen, bitte. Ups, danke. Ach, Yoshi. Aua, Mann. Och, Jungs. Was soll denn der? Oh, ich habe was gefunden. Yay. Ach, schade, die kann man nicht. Ach, das ist doch doof. Und ich glaube, ich brauche jetzt hier so langsam mal ein paar Herzpunkte, weil ansonsten geht mir nämlich, glaube ich, hier gleich so ein bisschen die Puste aus. Oh, da auch, danke. So. Ich glaube, die Umstellung der Steuerung war gar keine so schlechte Idee. Ich finde, das läuft irgendwie so ein bisschen, na, wie soll ich sagen, so ein bisschen, es läuft auf jeden Fall. So, komm, hoch da mit dir. Oh, guck mal, wie knuffig Yoshi da auf dem und sitzt, das ist ja cool. Na los, komm. Und hoch mit dir. Ach, du schaffst das nicht. Okay, gut. Warte mal, das kriegen wir schon irgendwie hin. Nein, das kriegen wir schon irgendwie hin. Geht gleich los, Kleiner. So, oh, jetzt ruhig da. Ich frag jetzt einfach mal nach dem... Hä? Okay. Oh, warte mal. Geht das? Cool. Na los, komm. Spring. Ja, komm. Na los, komm. Spring doch. Ach, dann lass es sein. Ich werd gemobbt. Und das von einem Hund. Von einem Wollhund. Nebenbei, falls ihr Interesse an Original, also nicht ganz original, aber wenn ihr auch Interesse an Woll-Yoshis habt, wirklich selbstgehäkelte, dann sagt mal Bescheid. Ich habe da, in Amerika habe ich einen Shop gefunden, da kann man sich die relativ günstig erwerben. Dauert zwar ein bisschen geliefert werden, aber sie sind garantiert handgemacht. Und das finde ich eigentlich schon richtig cool daran. Also, bei Interesse einfach mal in die Kommentare schreiben. Mal gucken, ob ich denn den Shop verlinke. Aber irgendwie so ohne Hündchen ist das irgendwie doof. Los, komm! Oh, Gott. Ich muss mal ein bisschen mehr auf meine Herzpunkte achten hier. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so schlecht. Na, los, komm! Hoch da mit dir, Yoshi. So, das kommt. Kleiner Wuffel. Oh, da war was.
Ah, okay, gut. Dann gehen wir halt... Nein, bleib doch hier! Bleib doch hier! Du dämlicher Köter! Renn doch nicht zu weit, Mann! Das kannst du mir doch nicht antun. Okay, gut, ich habe gesehen, dass das konnte, aber trotzdem. Und irgendwie habe ich ihn, glaube ich, jetzt nicht mitgenommen. Hallo? Kommst du? Hey, da bist du ja. Komm! Lauf! Lauf wie der Wind! Fang das Wölchen! Ups! So. So. Komm mal. Und weiter geht's. Jippa! Ah, und ich bleib trotzdem hier. Okay, gut, alles klar, gut. Schon verstanden, schon verstanden. So. Jetzt holen wir uns noch mal eben ein bisschen Wolle und dann versuchen wir da noch mal an das Garn ranzukommen. Das wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen, hallo? Ups, tü-tü-tü-tü. Ups, so. Ich glaube, der ist nämlich hinter der Wolle, also hinter den Wollknäueln immer her. So ein rein theoretisch, wenn man jetzt... Ach, lass mich doch da jetzt mal bitte... Ne, was machst du denn da? Guck mal, so. Na los, komm. Spring. Los, komm. Spring, ich weiß doch, dass du es willst. Ach, dann lass es sein. Ach, Mann. Aber gut, wenn er nicht springen will, dann will er halt eben nicht, ne? Ich meine, man soll ihn dann ja auch zu nichts zwingen. Ups. Uiuiui. So. Nochmal hier Wolle mit. War das da auch schon eben? Ich glaube ja. So. Okay, also Wollknäuel kann ich da schon mal nicht reinspeisen, was ich lieber total doof finde. So, komm. Und jetzt ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig, okay? Immer schön auf mich aufpassen. Die Stacheln, die sind, glaube ich, ziemlich... Zurück! Zurück! Zurück, sag ich! Und... Oh yeah! So, komm, und... Weiter geht's. Bisschen zackig hier, komm! So. Oh yeah, jetzt muss ich ihn leider zurücklassen. Ach, Mann. So. Okay. Uiuiui, das war knapp. Nase juckt. So. Ups. Ah, Hilfe. Wie soll ich da jetzt hinkommen? Ah, ich sehe schon. Ich sehe schon, wo uns das hinführt. Was soll das denn, du Scheigei, ha? Das kannst du doch nicht machen, Mann. Habt ihr das gesehen? Was für ein Anschlag war das denn? Fies, gemein und hinterhältig, ey. Na, typisch Scheigei. So, wie sie drauf sind, weißt du? Oh, Mann, ey. Ups. das war doof. Das war doof. Das war voll doof. Na komm. Ach, komm, jetzt lass mich doch da durch, Mann. Oh, stell dich doch nicht so an, ey. So. Ich meine, wenn ich schon weiß, wo was ist, dann nehme ich das gefälligst auch mit. So. Nein! Nein! Oh Gott! Das Allerschlimmste ist, ich habe schon wieder keine mehr von den Herzpunkten. Oh Mann! Ups! Oh, 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 oh. Müsst ihr nicht irgendwo mal das... Oh, komm mal, Lakitu! Oh Gott! Da habe ich gerade zu sehr auf Lakitu geachtet. Nein! Nein! Da waren sogar die dusseligen Punkte drin. Ach, Mann. Wenn das jetzt in der zweiten Welt schon so anfängt, ne? Oh Gott.
Wie soll das dann erst in den späteren Welten werden? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das kann ja was werden, ey. Hups, dips und dips und dips. Nein! So. So. Jetzt noch eben fix da hoch, die Blume wiederholen. So, und den Stempel nicht zu vergessen, na? Oh, ich glaube, das war sogar eben zwei Stempel. So. So. Dann gucken wir doch jetzt mal, was da in der Röhre drin ist. So. Ich meine, ich bin ja nicht neugierig. Oh, ne, hätte ich das gewusst, hätte ich mir das irgendwie auch schenken können. Oh Gott. Alles klar. Gut, springen wir eben drauf. Oder wir machen es so. Yay! Ich hab die Wolle! So, bloß raus hier. Bloß raus aus dem Kasperladen hier, ey. So. Ach Mensch, guck mal, da ist Lakitu ja wieder. Pepsi! So. Ups! Nein! Nein, ich möchte nicht in den entspannten Modus wechseln. Alles klar? Das schaffen wir auch schon so. Ich weiß zwar noch nicht wie und warum, aber wir schaffen's. So. Und dann hätte ich hier ganz gerne die Plattform wieder. Danke. Upsi, tips, tips. So. Uiuiuiuiui. Oh Gott. Ja, es waren nebenbei tatsächlich zwei Stempel. Finde ich cool. Ach ja, so. Ups. Shit, ich muss da unten nochmal wieder rein. Oh Mann. Aber diesmal bitte nicht so dämlich treffen lassen. Das wäre komplett cool. So, schon viel, viel besser. Los, komm. Zurück mit euch. Zurück, sag ich. Die Ausgeburt der Hölle. Ups, no. Peps, 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 peps. So, schauen wir mal. Vielleicht gibt es ja hier noch einen Stempel, genau. So. Ach ja. Dam, 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 bam, bam, badum. Gib bloß weg, Lakitu. Gib bloß weg. Ups. Eieieiei. Oh Gott, was war das denn? Ups. Oh Gott. Nein! Ah! Irgendwie habe ich so ein kleines bisschen Schiss jedes Mal. Ich weiß auch nicht wieso. Na los, komm. Trag mich ins Ziel. Okay, das üben wir nochmal. Aber das so ungefähr. Oh. Eieieiei. Aber immerhin haben wir 3 von 5 Blümchen gefunden, ja, und 4 von 5 von den magischen Garn und 17 Stempel, immerhin. Ich weiß zwar nicht, wie wir das geschafft haben, aber wir haben es geschafft. Irgendwie. I don't know. I don't really know. Okay, also das Bild da eben in der Mitte, das fand ich doch etwas verstörend. Aber nur ganz geringfügig. Du hast einen neuen Trickanstecker erhalten. Yay, geil. Ich freue mich. Ich freue mich wahnsinnig. So, aber wisst ihr was? Level 2, 6 sehen wir in der nächsten Folge, weil wir haben jetzt auch ganz wenig und naja, das passt eh nicht. So, also wie gesagt, falls euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren, kommentieren, bitte gut bewerten und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.